Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das hier ist eine Vorschau auf den kommenden Mondzyklus, der vom 18. Juni bis 17. Juli geht. So ein Mondzyklus geht immer von Neumond zu Neumond und wir schauen hier einfach mal kurz hinein. Dieser Mondzyklus beginnt mit dem Neumond in den Zwillingen am 18. Juni, geht weiter über den zunehmenden Halbmond in der Waage am 26. Juni, geht hier weiter in den Vollmond am 3. Juli im Steinbock. Das hier ist auch der Hirschmond in der Reihenfolge der Vollmonde im Jahreskreis, also in diesen überlieferten Betrachtungsweisen dieser Monde, Vollmonde im Jahreskreis. Und wir haben am 10. Juli wieder den abnehmenden Halbmond im Widder und am 17. Juli den Neumond im Krebs. Ja, und wir können hier schon so eine Grundenergie erkennen. Ja, also hier der Neumond sagt, durchdenke die Dinge nochmal. Der zunehmende Halbmond sagt, halte dein Herz offen. Der Vollmond im Steinbock sagt, mach einen Reality-Check. Ja, gucke, was ist wirklich real. Und der abnehmende Halbmond sagt uns dann wieder, wir sollen uns durch unser Fühlen arbeiten. Und der Neumond im Krebs sagt, entspanne dich. Wir können also hier schon sehen, welches Potenzial dieser Zyklus hat. Und was ich in der Mondzykluslegung jetzt eben neu auch immer noch mache, ist, dass wir uns die Daten von dem Neumond genau anschauen. Wann geht der Neumond in das Sternzeichen, in dem er dann auch stattfindet und wann geht er wieder raus? Und das Gleiche machen wir natürlich auch für den Vollmond, um einfach zu sehen, wie lange diese Energie bei uns ist, unabhängig von diesen paar Sekunden, wo der exakt ist, im Neumond oder im Vollmond. Ja, und wenn dich diese Legung interessiert, ich lege hier jetzt noch Karten drauf, das Ganze wird also noch ausführlich. Und wenn dich das interessiert, dann geh auf meine Internetseite und abonniere meinen Newsletter. Ich verschicke diese Mondzykluslegung einmal im Monat an die Abonnenten meines Newsletters. Ich verschicke auch nicht allzu viele Mails, in der Regel einmal im Monat, manchmal auch ein zweites Mal. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was gerade los ist. Ich bin aber schon froh, wenn ich diese eine Mail im Monat hinbekomme. Und wenn dich das interessiert, dann trag dich gerne für meinen Newsletter ein. Das ist komplett kostenlos. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Alles Liebe!